Josef Stalin sagte einmal, der Kommunismus passt zu den Polen wie ein Sattel auf eine Kuh. Die Polen haben immer rebelliert. Ich glaube, dass der Fall der Berliner Mauer ohne Solidarność, ohne den Aufstand der Menschen hier bei uns in Polen unmöglich gewesen wäre. Stolz präsentiert die sozialistische Propaganda den neuen Wohlstand in der Volksrepublik Polen. In den 1970er Jahren können die Polen in den ersten großen Warenhäusern endlich auch Westprodukte wie Jeans und Coca-Cola kaufen. In Warschau weiht der Parteikader feierlich die moderne Autobahn ein. Bald werden darauf aus Italien importierte Fiats fahren. Den neuen Komfort kann sich das Land nur mit Westkrediten leisten. Die Volksrepublik lebt auf Pump. In Wahrheit herrscht der Mangel für viele weiter. Im sogenannten Paradies der Arbeiterklasse hat die kommunistische Elite Privilegien, von denen die Arbeiter nur träumen können. Sogar die Produktion und Versorgung mit Lebensmitteln ist nicht zuverlässig. Die Warteschlangen werden immer länger. Selbst das Brot wird knapp. ...1970 protestieren die Mutigsten. Sie legen die Fabriken und Werften im ganzen Land lahm, obwohl Streik streng verboten ist. Dafür werden die Arbeiter gefeuert, einige sogar verhaftet. Der Staat will dem Ungehorsam entgegenwirken und beauftragt den Geheimdienst, alle Verdächtigen heimlich zu filmen. Er will die Angst der Bürger schüren, das Misstrauen untereinander nähren und jeden rebellischen Geist im Keim ersticken. Ein Zermürbungskrieg. Die Kameras des Geheimdienstes scheinen immer und überall zu sein. Selbst wenn das spionierende Auge gar nicht da ist, kann man es spüren. Tausende heimlich geschossene Bilder vergiften das Leben der Polen. Aufgenommen werden die Bilder von Agenten der Bezpieka, dem polnischen Geheimdienst. Als Herz der Partei hat er die Aufgabe, die Gesellschaft zu unterwandern, um sie uneingeschränkt kontrollieren zu können. Alle Polen wissen, worüber man in den eigenen vier Wänden spricht, das darf man nicht laut auf offener Straße sagen. Auch der große Bruder, die Sowjetunion, ist immer präsent. Er wacht aus der Ferne über die Polen und registriert jedes noch so kleine Anzeichen von Aufbegehren. Po wojnie dostali śmy się do Nach dem Krieg und der Konferenz von Jalta waren wir von Moskau abhängig. Wir selbst konnten das politische System, in dem wir lebten, nicht frei wählen. Die Oppositionellen schließen sich zusammen und gründen 1976 das KOR, das sogenannte Komitee zur Verteidigung der Arbeiter. Eine Gruppe von Studenten und Intellektuellen. Sie wollen inhaftierten Arbeitern helfen, die von der Regierung als Volksfeinde angesehen werden. Sie sammeln Geld, stellen ihnen Anwälte zur Seite und unterstützen sie moralisch.
Ich wusste, dass ich abgehört, gefilmt und überwacht wurde. Ich wusste es schon seit 1975, als ich zum ersten Mal auf dem Warschauer Flughafen verhaftet wurde. Mein Mann und ich hatten große Koffer voller Bücher dabei über die Situation in unseren Ländern des Ostblocks, dem sozialistischen oder sowjetischen Lager. Bücher in polnischer Sprache, in französischer Sprache, aber aus westlicher Sicht. Die Aktionen des KUR weiten sich schnell auf öffentliche Orte aus. Sie müssen sichtbar und medienwirksam sein. In Warschau, nahe der St. Marcin-Kirche, ruft das KUR zu einem Hungerstreik auf. Als Zeichen der Solidarität mit den inhaftierten Arbeitern. Die Kameraleute des Geheimdienstes filmen die Streikenden jeden Tag. Sie beobachten jeden ihrer Schritte. Die Aktivisten sind sich wohl bewusst, dass sie gefilmt werden. Und zeigen es auch ihren Gegnern, um sich über sie lustig zu machen oder um sie zu provozieren. Wie hier, Tadeusz Masowiecki. Sie scheinen keine Angst zu haben. Sie lesen Gandhi und die Bibel, spüren die frische Brise des Frühlings und der Revolution. Keine polnische Zeitung berichtet über diese Protestaktionen. Die offiziellen Medien konzentrieren sich allein auf die feierlichen Paraden am 1. Mai und die prachtvolle Darstellung des Sozialismus. Das Innenministerium gibt Propagandafilme in Auftrag, die sich gegen die antisozialistischen Kräfte richten, die gefährlichen Feinde der Volksrepublik Polen. Einer dieser Dissidenten ist Adam Michnik, dessen Name schnell auch im Westen kursiert. Allmählich, aber verlässlich wächst die Zahl der Anhänger. Die Opposition wird zur Bewegung. Um den Kameras der Regierung etwas entgegenzusetzen, schließen sich junge Filmemacher der Opposition an. Kinos werden zum idealen Ort für den politischen Widerstand. Wir haben viele Dokumentarfilme gedreht, aber auch Spielfilme wie Andrzej Wajdas, Der Mann aus Marmor. Wir versuchten, die Wahrheit zu sagen über die Welt, in der wir lebten. Das war eine wichtige Botschaft für die Gesellschaft. Sie drückte Solidarität aus. Unsere Filme wurden sehr oft gesehen. Ohne es zu merken, lösten wir eine politische Unruhe aus, indem wir mit diesen Filmen durch das Land reisten und Menschen trafen. Sie kamen in großer Anzahl zu den Vorführungen, die zum Anlass wurden, über die Realität zu diskutieren. Dann begannen die Leute, sich zu öffnen. Auch in Kirchen ist die Opposition sicher vor der polizeilichen Überwachung. Der Kirche wurde das Recht eingeräumt, dass der Staat sich nicht in ihre religiöse Mission einmischt. Natürlich hat die Partei, meine Partei, alles getan, um sie klein zu halten. Wir schränkten die Genehmigungen für den Bau von Kirchen ein. Wir versuchten immer, sie zu behindern. Weil die katholische Kirche eine Gegenideologie zum Marxismus-Leninismus war. Der ideologische und mediale Kampf entfaltet sich über die Grenzen Polens hinaus und erreicht bis in den Vatikan. White smoke appeared the next day at 6:17 p.m. local time.
The new Pope is non-Italian, the first for 456 years. He's Cardinal Karol Wojtyla, the first Pope from a communist country. He names himself Pope John Paul II and blesses the crowd. Einen Hauch von Freiheit spürte ich zum ersten Mal im Jahr 79. Ich wurde offiziell vom späteren Bischof und damaligen Pressesprecher des polnischen Episkopats eingeladen. Ich sollte als einer von 7 Kameramännern einen Film über die erste Wallfahrt des Papstes nach Polen drehen. Und es war etwas Besonderes, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass es keine Zensur mehr für mich gab. Wir konnten uns auf die Spiritualität konzentrieren und einfangen, was sie für dieses Land bedeutete. Diese Pilgerreise hat gezeigt, dass 80 oder 90% des Landes gegen das System sind. Diese Bilder bedeuten eine Niederlage für die Partei. Die gesamte polnische Nation erwacht. Die Resignierten, die Konformisten, auch all jene, die bisher nicht den Mut zum Kämpfen hatten, fühlen sich der neuen Mission verpflichtet, die menschliche Würde zu verteidigen. Obwohl die Worte des Papstes sich niemals direkt auf die sozialistische Regierung beziehen, verstehen alle Polen seine Botschaft. A oto ja jestem z wami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Der Glaube gibt ihnen Kraft. Es ist die Kraft der Gemeinschaft. Danzig an der Ostseeküste. Mitten im Sommer, am 14. August 1980, verstoßen mehrere tausend Arbeiter der Danziger Leninwerft gegen das Gesetz. Sie treten in den Streik. Alle wollen ihre Kollegin Anna Valentinowitsch unterstützen. Die Kranführerin wurde nur 5 Monate vor ihrer Pensionierung entlassen, weil sie antisozialistische Aktionen durchgeführt haben soll. Dyrektor wyjaśnił, że takich pracowników jak Walentynowicz on sobie nie życzy w stoczni. Więc otrzymał odpowiedź, to my z takim dyrektorem nie będziemy rozmawiać. I szli pod dyrekcję. I oczywiście stocznia liczy dużo ludzi, 16 tysięcy. I jak ta armia ludzi wyszła, już dyrektor nie mógł zapanować. Właśnie ten mój powrót zawdzięczam tylko solidarności, tylko postawie. Die Nachricht vom Streik auf der Werft verbreitet sich schnell im ganzen Land. Die ganze Welt spricht von den Forderungen der Arbeiter. Wir beschlossen, zum Streik nach Danzig zu fahren. Die Älteren entschieden, dass die Jungen gehen sollten. Und dann fiel die Wahl auf mich und ein paar andere Kollegen. Wir fuhren los. Am zweiten Tag kamen wir in Danzig an und es war klar, dass wir in die Werft mussten. Wir fragten uns, werden sie uns reinlassen? Die Arbeiter hatten beschlossen, niemanden von den staatlichen Medien in die Werft zu lassen, denn die verbreiteten Lügen. Und sie sagten, gut, diese Herren und die Dame, die den Ton aufnimmt, dürfen als Einzige rein, um die Wahrheit über diesen Streik zu erzählen. Sowohl die Kameras der staatlichen und internationalen Sender als auch die des Geheimdienstes müssen draußen vor dem Tor bleiben. Die einzigen Bilder vom Geschehen im Inneren der Werft filmen die polnischen Dokumentarfilmer, denen die Streikenden ihr volles Vertrauen entgegenbringen. Ihre Bilder werden sich in der ganzen Welt verbreiten und sie erschüttern. Aber wir haben ihn doch nicht.
kłamstw przez tyle lat i chcemy uporządkować te sprawy, żebyśmy oddolnie byli prowadzeni sprawami jasnymi i nie dopuścimy do tego, żeby się powtórzyło to, co było. No, mi się wydaje, że klasa robotnicza jest kompetentna w wydawaniu opinii. To jest naród, to jest masa, która ten kraj trzyma na plecach. Aus Solidarität mit den Arbeitern in Danzig brechen in vielen Betrieben überall im Land Streiks aus. Die polnische Revolution hat nun einen Namen: Solidarność. Die Solidarność-Revolution war auf jeden Fall eine neue Form von Revolution. Man wollte nicht unkontrolliert auf die Straße. Wieso schloss man sich in der Werft ab? Um hier auch eine Agora zu schaffen. Auch ein Ort der politischen Begegnung, der gewaltfreien Begegnung mit den Machthabern. Der Mut der Arbeiter zahlt sich aus. Den Vertretern der Partei bleibt keine Wahl mehr. Sie müssen die Streikenden in der Werft treffen. Zum ersten Mal in der Geschichte der sozialistischen Länder ist die Partei gezwungen, den Forderungen der Arbeiterklasse Gehör zu schenken. Vizeministerpräsident Jagielski muss sich anhören, was sich gegenüber der Partei zuvor niemand gewagt hat, auszusprechen. Nie chcemy żyć w kraju, w którym jedność narodu jest zmuszana pałką policyjną. Proszę pana, to są bardzo dalekie sformułowania. Dalekie i może demagogiczne. Ale niemniej zatrzymania na 48 godzin, jeśli ktoś ma inne poglądy od oficjalnych, są rzeczą nagminną. W tej chwili mam też listę ludzi zatrzymanych bez postawienia żadnych zarzutów, którzy prawdopodobnie siedzą dlatego, że nie wiadomo, jakie mają poglądy i czy byłyby to poglądy zgodne z oczekiwanymi. Mogę tę listę też panu premierowi wręczyć. Pan użył słowa kryminalistów. Ja panu powiem, że mnie to nawet osobiście ubodło. Przecież ja rozmawiam jak z najbardziej uczciwymi ludźmi. Jak jest możliwe, żeby ktoś traktował działaczy tutaj zebranych? Panie premierze, kiedy ja mam dziesiątki straszenia mnie już, że jak tylko wyjdę, to będzie to i to. Ja nie tylko. Proszę pana, to i mnie wtedy trzeba przepędzić. Jaka jest atmosfera? Welche Atmosphäre herrschte in diesem Raum? Zu keinem Moment siegte eine Seite über die andere. Nie kam ein Gefühl des Triumphs auf einer Seite auf. Kein Zeichen, dass wir gewinnen würden. Nein. Es war wirklich harte Arbeit, Punkt für Punkt zu verhandeln. Die 21 politischen Forderungen sind radikal. Die Arbeiter fordern Gewerkschaftsfreiheit, Pressefreiheit, Entlassung der politischen Gefangenen. Sie wollen die Partei nicht stürzen, aber ihr ein menschliches Gesicht geben. In diesem heißen Sommer müssen sich die Arbeiter den Sinn ihres Kampfes immer wieder vor Augen halten. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach. O tych dniach pełnych nadziei. Pełnych rozmów i sporów gorących. O tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących. O tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie. Solidarnie walczą o dzisiaj i o przyszłość także dla siebie. Die Solidarność-Revolution hat einen Anführer. Sein Name ist Lech Wałęsa. Er ist Elektriker. Als leidenschaftlicher Oppositioneller verkörpert er den gemeinsamen Kampf. Ein Arbeiter, der das Monopol der Partei in Frage stellt, ist viel gefährlicher als ein Intellektueller. Er wusste, wozu Streiks führen können, Proteste führen können, zu Gewalt, zu Blut. Er hatte Familie, man vertraute ihm. Er wird nichts Schlimmes machen. Und Wałęsa hatte etwas sehr Seltenes, ein Genie mit der Masse umzugehen. Er konnte die Massen motivieren, emotionalisieren, aber er hat nie eine Grenze überschritten. Er hatte immer die Masse unter Kontrolle. Dlatego naprawdę apeluję o to, pomagajcie, podtrzymujcie na duchu, bo my musimy wytrzymać. Jeśli teraz nie wytrzymamy, nie załatwimy tej sprawy naprawdę bardzo długo.
Hinter dem Elektriker mit dem Schnurrbart stehen das gesamte polnische Volk und die katholische Kirche. Dieses Bild der Solidarność macht im Westen großen Eindruck. Dort ist Solidarność ständig in den Medien. Die Berichte sind auch von antikommunistischer Propaganda durchsetzt. An einem Nachmittag verbreitete sich die Nachricht, dass es in dieser Nacht einen Angriff auf die Werft geben sollte. Die Einheiten sollten vom Wasser aus angreifen. Das sei die einzige Möglichkeit, die Werft zu befrieden. Ich nahm also die Kamera mit und schlief in dieser Nacht in der Werft, um im Ernstfall filmen zu können. Wir wussten, dass der Streik von einem Tag auf den anderen enden könnte. Dass der große Bruder sagt, stopp. Doch es kommt anders. Am 31. August 1980 erfüllt sich das Unvorstellbare. Die Partei geht auf die Forderungen der Arbeiter ein und gibt ihr politisches Monopol auf. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasz spór zakończyliśmy bez użycia siły, drogą rozmów i przekonywań. Pokazaliśmy, że Polacy jak chcą, mogą ze sobą zawsze porozumieć się. Die Legalisierung der Solidarność, der ersten unabhängigen Gewerkschaft im kommunistischen Europa, wird von Kameras aus der ganzen Welt gefilmt. Die Streikenden inszenieren diesen Moment. Nur die internationalen Zeugen können die Partei dazu zwingen, ihr Wort zu halten. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. Nie ma przegranych ani wygranych. Nie ma pokonanych ani nie ma zwyciężonych. Bauessa benutzt einen riesigen Stift mit dem Abbild des Papstes, um den Vertrag zu unterzeichnen. Ein Symbol für eine Utopie, die endlich Wirklichkeit wird? Die Arbeiter in Danzig haben das Unmögliche gefordert und bekommen es. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Folgt die offizielle Legalisierung der Solidarność. Die Arbeiter tauschen ihre Arbeitskleidung gegen Anzüge. Seite an Seite erscheinen sie mit Intellektuellen wie Masowiecki und Geremek. Ohne sie wäre ein Sieg nicht möglich gewesen. In den ersten Monaten nach August sprühte es in der Tat vor Hoffnung und sozialem Engagement. Als die unabhängige Gewerkschaft Solidarność offiziell gegründet wurde, traten ihr Massen an Menschen bei. Bald zählte die Bewegung 10 Millionen Mitglieder. Das war absolut unglaublich. Zehn Millionen Menschen. Das war für uns Machthaber eine moralische Katastrophe. 10 Millionen schlossen sich der Solidarność an. Wenn man pro Familie 3 oder 4 Personen rechnet, dann hatten wir eine ganze Nation gegen uns. Gegen das System und gegen die Macht. Das war uns wohl bewusst. In der Partei brodelt es. Sie muss sich neu aufstellen. Anfang 1981 verstärkt sie erneut die Überwachung. Um jeden Preis soll die Glaubwürdigkeit der Solidarność-Führer untergraben werden. Das revolutionäre Virus darf nicht den restlichen Ostblock infizieren.
Es wurde spürbar, dass eine Konfrontation mit den Behörden heraufzog. Es war eine Frage des Geldes, der Strukturen und der Erfahrungen. All das war noch im Aufbau und stieß gleichzeitig überall auf einen großen Widerstand der Behörden. Wir dachten, dass sich etwas ändern würde, wenn wir Macht bekämen. Aber es wurde nicht besser, sondern schlechter. Weil die Gewerkschaft zwar eine politische Bewegung war, aber keine politischen Werkzeuge und keine Exekutive besaß. Die polnische Regierung fürchtet, dass die Sowjetunion das Aufbegehren der Solidarność nicht länger tolerieren wird. Sie setzt Wojciech Jaruzelski, einen General des polnischen Militärs, an die Spitze. Die Situation des politischen Kraju ulega dalszemu zaostrzeniu. Przez kraj przetacza się znów fala napięć, konfliktów i strajków. Ich wurde mitten in der Nacht angerufen. In einem Raum waren die Generäle versammelt. 30 Generäle in ihrer Mitte, Jaruzelski. Mir wurde eine Frage gestellt. Halten Sie es für möglich, eine Einigung mit Solidarność zu erzielen? Und nicht nur, weil ich müde und wütend war, sondern aus einer tiefen Überzeugung und wegen meiner jüngsten Erfahrungen, antwortete ich, nein, absolut nicht. Es wird zu Auseinandersetzungen kommen. Am 13. Dezember 1981 siegt die Angst. Im Fernsehen ruft General Jaruzelski den Kriegszustand aus. Das Militär wird in ganz Polen mobilisiert. Die Armee kappt alle Telefonleitungen und verhängt eine Ausgangssperre. Will Jaruzelski einer sowjetischen Intervention zuvorkommen? Tatsächlich wird Solidarność von polnischen Kriegsfahrzeugen überrollt. Die Armee beschlagnahmt alle Kameras. Nur die staatlichen Medien dürfen die Befriedung des Landes filmen und kommentieren. Das Staatsfernsehen propagiert. W obliczu narodowej tragedii 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej zagrodzili drogę przeciwnikom socjalizmu. Położono kres zalewającej kraj anarchii. Tausende von Solidarność-Aktivisten, sowohl Männer als auch Frauen, werden verhaftet. Die Solidarność-Gewerkschaft wird verboten. Die Sicherheitskräfte greifen auf alte Methoden zurück, um den Gehorsam der Bürger zurückzugewinnen. Die Verhöre erinnern durchaus an ein absurdes Theaterstück. Jeder muss mitspielen. Nazywam się Zbigniew Plewicki, jestem pracownikiem naukowym, a od 31 maja bieżącego roku pozostaję w areszcie śledczym pod zarzutem udzielania pomocy osobom ukrywającym się, a konkretnie Zbigniewowi Bujakowi. Nie byłoby z mojej strony poważne twierdzić, że nie zdawałem sobie sprawy z ryzyka, na jakie narażają się osoby przekraczające prawo. Ale na własnej osobie przekonałem się, że utrata wolności jest pojęciem, które można zrozumieć jedynie poprzez osobiste doświadczenie. Możemy jeszcze raz powtórzyć, żeby to było bardziej naturalne. Ewa, albo naturalne to może być, natomiast jak ma być konkretny tekst, a jak to wyszło w ogóle? Znaczy to za bardzo... Tak, tylko chodzi mi o to, że to jest takie, jakbyś... Jesteśmy w 82... Wir waren mitten im Kriegszustand im Jahr 82. Ich wurde inhaftiert. Internowanie to jest... Die Internierung beruhte auf einer so seltsamen Gesetzeslage, nicht nur in Polen, sondern in allen Ländern, denke ich, weil sie dir nichts Konkretes vorwerfen können. Sie verhaften dich schon mal vorsorglich, sodass du von der Gesellschaft getrennt bist.
po to, żebyś był odseparowany od społeczeństwa. Und sobald ich in das dortige Internierungslager kam, wusste ich, dass ich es dokumentieren musste. Ich wartete und hoffte darauf, dass ich irgendwie an eine Kamera herankommen würde. Dies konnte ich nicht beeinflussen. Meine Frau schmuggelte die Kamera dann ins Gefängnis. Das ist die Kamera. Dieser kleine Apparat von Olympus. Sehr komfortabel, halbautomatisch. Anfang August bekam jeder von uns 4 Kilo Zucker. Viele machten daraus Alkohol. Aber nicht ich. Ich brauchte diesen Zucker. Er war perfekt, um meine Kamera darin zu verstecken. Im Untergrund organisiert man sich. In Städten und auf dem Land entsteht eine ganze Parallelgesellschaft, die Verstecke in kleinen Wohnungen, Plattenbauten oder Kellern einrichtet. Die Rebellen lernen die Regeln des Untergrundlebens. Sie ändern ihre Identität und tarnen sich manchmal mit sonderbaren Perücken, um der Polizei zu entkommen. Jak się go je, bo zawsze w razie czego taką karteczkę trzeba zdjąć i łyknąć przerzut. O, jak widać, to nie jest takie proste. Die Sicherheitskräfte sind in Alarmbereitschaft. Dennoch können sie nicht verhindern, dass Solidarność mehr und mehr Unterstützung aus dem Ausland erhält. Ich ging nach Frankreich, weil Angie Weida dorthin kommen sollte, um Danton zu drehen. Aber vor allem wurde dort ein großes Solidarność-Komitee im Ausland organisiert. Und ich wollte auf diese Weise etwas für meine Landsleute und Freunde tun, die damals interniert waren. Agnieszka beschaffte uns beim Solidarność-Komitee in Paris eine gute Kamera, mit der wir filmen konnten, was wir für wichtig hielten, und schaffte uns damit die Möglichkeit, die Ereignisse in Polen zu dokumentieren. Diese Kamera war billig. Es war also kein Drama, wenn sie runterfiel. Furchtbar war allerdings, dass die Kassette nur auf 2,5 Minuten ausgelegt war. Nur so viel konnte man am Stück aufnehmen. Menschen aus dem Untergrund haben uns zu verschiedenen Aktionen eingeladen. Ich wusste nie wo, ich wusste nie wann. Es konnte immer passieren, dass sie sagten, hol deine Kamera raus und halt dich bereit. Die Aktionen der Dissidenten werden immer wieder durch den Geheimdienst vereitelt.
Die beschlagnahmten Filmrollen und Flugblätter bringen den Solidarność-Aktivisten vor Gericht harte Strafen ein. Der Konflikt lähmt das Land. Die Fronten verhärten sich immer weiter. Die Kirche ist gespalten. Eine Fraktion sponsert Rebellion an. Priester Jerzy Popiuszko fordert die Gläubigen dazu auf, die Wahrheit um jeden Preis zu verteidigen. But suppose the authorities should put you in prison. Ale przypuśćmy, że władze uwięziłyby księdza. Moje miejsce w więzieniu również ma sens. Er strahlte etwas sehr Fesselndes aus. Ich meine, er war ein Mann und Priester, der auf eine sehr diskrete, subtile und sanfte Weise etwas sehr Mächtiges vermittelte. Das heißt, alle, die Popiuszko besser kannten, waren verzaubert von seiner Kombination aus Zerbrechlichkeit, Zartheit und Schüchternheit und seiner inneren Stärke und Beständigkeit. Am 20. Oktober 1984 wird Priester Jerzy Popiuszko ermordet im Weichselstausee aufgefunden. Vor seinem gewaltsamen Tod ist er gefoltert worden. In den westlichen Medien wird diese Nachricht immer und immer wieder verbreitet. Der Mord an Popiuszko wird zum Symbol für das Leid des polnischen Volkes. Ich war erschüttert, als ich diese Nachricht hörte. Mein Gott, das wird uns schreckliche Probleme bereiten bei dem, was wir tun in unseren Verhandlungen. Das war meine erste Reaktion, ehrlich. Und sie wurde bestätigt. Das Blut von Popiuszko klebte an unseren Händen. Natürlich war die Person, die das Attentat verübte, ein wichtiger Beamter des Innenministeriums. Aber wer gab ihm den Befehl dazu? Sicherlich nicht Jaruzelski oder Kiszczak, der Chef des Geheimdienstes. Popiuszkos Tod hat uns alle in Verlegenheit gebracht und unser Handeln behindert. Bis heute ist unklar, wer den Auftrag für den Mord an Popiuszko gab. Solidarność mobilisiert jetzt so viele Menschen wie noch nie. Diese Demonstrationen richten sich gegen die sozialistischen Paraden am 1. Mai 1985. Die Opposition ist jetzt stark und unkontrollierbar. Kommt zur Überraschung aller die Lösung aus dem Ausland. Es ist ein Neubeginn. Die Wende ist eingeläutet. Am 11. März 1985 wird Michail Gorbatschow Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Seine Politik: Liberalisierung und Transparenz. Die sowjetische Intervention in Polen ist nicht mehr zu befürchten. 1988 lädt die polnische Partei die Vertreter der Solidarność in den kleinen Ort Magdalenka nahe Warschau ein, um gemeinsam wieder an einem Tisch zu sitzen.
Monatelang werden die ehemaligen politischen Feinde diskutieren. Im Februar 1989 nehmen 58 Vertreter der Partei und der Solidarność zu gleichen Teilen am runden Tisch Platz. Darunter nur zwei Frauen. Der runde Tisch wird zum historischen Symbol für den Beginn des neuen demokratischen Polens. Die DDR im Herbst 1989. Die Leipziger demonstrieren jeden Montag vor der Nikolaikirche gegen die sozialistische Regierung. Der revolutionäre Funke aus Polen ist auf die gesamte DDR übergesprungen, obwohl die Grenzen zur Volksrepublik geschlossen sind. Der Weg zum Fall der Mauer begann in Danzig. Auf der ehemaligen Leninwerft setzen sich jedes Jahr Hunderttausende von Menschen mit dem Erbe der Solidarność auseinander. Das Europäische Solidarność-Zentrum ist ein Erinnerungsort, an dem der leidenschaftliche Kampf der Vergangenheit auf die politischen Konflikte der Gegenwart trifft. Ich glaube, was heute eine viel größere Gefahr ist, werden diese Bilder, die man sieht, verstanden. Orwell hat gesagt, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Ich würde sagen, wer den Erinnerungsort Solidarność heute kontrolliert, kontrolliert die nächsten 30 Jahre in Polen.